Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir in unserem Shopsystem eine neue Flasche, eine seltene Flasche, eine Sammlerflasche und eine ganz besondere Game of Thrones Flasche. Mhm. Mordlach. Ich war gerade bei Mordlach. Mhm. Das ist gerade, ich glaube, es ist mittlerweile auch schon 1,5 Monate her. Aber das Video ist noch nicht geschnitten, also das kommt, ich glaube, sogar nächstes Jahr. Mordlach, tolle Brennerei, muss ich echt sagen. Ja, tolle Brennerei. Ein spezielles System, diese 6 Brennblasen miteinander. Sehr spezielles System. Verbinden und am Ende kommt ein 2,81 Fach gebrannter Whisky hinten raus, die nämlich den zweiten und den dritten Brand miteinander mischen, ne? Ja, es ist eine sehr schwierige Geschichte, weil es ist nicht alles, kommt dann wieder in Zurück, der Brennblase an, sondern wird irgendwo geteilt an manchen Stellen. Es ist sehr, sehr kompliziert. Und sie haben so eine lustige Hexe als 6. Brennblase. Ja, die Wee Witchy. The Wee Witchy? Oh, ich sage immer Wicked Witchy. Ne? Nee. Wee Witchy, genau, so ist es. Ja. Mordlach gibt es eine schöne Range Originalabfüllungen. Haben wir auch alle im Shopsystem drin, auf whisky.de. Und da ist es jetzt ein 16-Jähriger, der in der mittelalten Abfüllung da ist. Mhm. 20-Jähriger und, glaube ich, sogar ein 26-Jähriger, den wir haben. Und das ist nun ein 15-Jähriger. Und das erscheint mir jetzt so, als ob das ein standardgutes Alter von Mordlach wäre. Weil damals gab es eine Flora- und Fauna-Abfüllung, die hatte 16 Jahre. Mhm. Und der kommt jetzt mit 15 Jahren. Das heißt also, in dem Alter scheint der sauber ordentlich gereift zu sein. Der hat einen richtig tollen Raben vorne drauf. Hat den dreieugigen. Den dreieugigen Raben. Ne? Ja. Und weißt du, worum es mit dem dreieugigen Raben geht? Ja, der verbindet die Königreiche miteinander. Ja, ja. Du weißt nicht. Ich habe es hinten gelesen. Ich habe keine Ahnung. Du weißt nichts, Horst Lüning. Ja. Da gibt es einen Spruch mit, du weißt nichts, Jon Snow. Ach, Jon ja, Snow. Der dreieugige Rabe ist dann im Grunde eigentlich so dieser kleine Junge, der da diese übernatürlichen Kräfte bekommt. Aber irgendwie wird das nicht so schön aufgelöst. Von daher weiß man es immer noch nicht so genau. Der wird einfach nur irgendwann Imperator. Oh, aber es ist die 8. Flasche zur 8. Staffel. Mhm. Wir haben 9. Abfüllung. Die 6 Königsreiche, oder sind 7? 7, 7 Kingdoms, dann noch die Nachtwache und jetzt die 9. Okay, gut. Also Sie sehen, ich bin hier ein Dilettant und kein Insider. Eine Flasche, Standardflasche, wie man sie von der... Das ist nicht Schottland, das ist Westeros. Ich dachte mir immer schon, das sieht doch voll hässlich aus. Das ist doch nicht Schottland, das ist Westeros, ja. Okay. Und der ist jetzt... der steht für die 6 Königreiche, weil ich glaube, die 7... Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Er ist schon ewig her, die Staffel ist schon längst schon längst raus. Also, wir haben den... 6 Kingdoms, die Nightwatch ist die 7. und das ist die 8. Irgendwie hat aber ach so, die 9. Abfüllung ist dann die mit dem White Walker zusammen. Nee, dann hätten wir noch ein paar mehr. Mhm. Zählt sie mal durch. Ja, also es gibt dann noch den White Walker, ne? Mhm. Und dann den Fire und den Eis. Ja. Die fand ich eigentlich ganz cool, denn die waren noch mal ein bisschen stärker als der White Walker. Jo, das riecht nach Speyside. Ja, also Mordlach ist eine Brennerei aus der Speyside und zwar aus Dufftown. Aber Mordlach ist the Beast of Dufftown. Denn Mordlach ist ein bisschen rassiger. Mhm. Und es kommt daher, dass sie keine normalen Kondensatoren haben, sondern dass sie Warmtubs haben. Mhm. Und bei Warmtubs hat man weniger Kontakt mit Kupfer und deswegen schmeckt der ein gutes Stückchen rassiger. Also sie vom Boy Mordlach haben sie aber auch ein bisschen da so eingestellt, dass sie einen rassigeren Brand haben, weil sie einfach dafür bekannt sind. Schauen wir mal, ich weiß nicht. Mordlach ist auch die älteste Brennerei in Dufftown? Mhm. Wobei sie, sowas. Mordlach ist nach der Stadt benannt. Dufftown wurde nur irgendwann, also Mordlach wurde nur irgendwann umbenannt in Dufftown. Und Duff heißt Booze. Ja. Also aber irgendwann wurde aus Mordlach wurde Schnapsstadt. Schnapsstadt. Aber Mordlach war früher wirklich der Name des Dorfes. Also im Grunde ist Mordlach älter als Dufftown. Mhm. Also recht massiv interessant.
Gibt keine Umschalten. Keine Umschalten mehr. Es hat vorhin funktioniert. Hat funktioniert, jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es keine Umschalten. Sehr intensiv, massiv. Erst hatte ich den Alkohol gut in der Nase, 46 Volumenprozente, ist also hier ganz schön hoch am Wartlach. Dann hat man schon die Eiche darunter. Und ich weiß nicht, ob das so ein ganz bisschen Rauchigkeit ist, was man dem Wartlach immer allgemein so nachsagt, aber ich glaube, das ist die Intensität verbunden mit der Eiche. Mhm. Also viel Eiche. Viel Eiche und darüber dann Frucht und dahinter noch ein bisschen Karamell. Mhm. Also ja, er hat so ein ganz leicht was Beeriges, was Fruchtiges, aber es dominiert schon so eine Eiche mit irgendwo ein bisschen, also auf jeden Fall noch ein bisschen Malz mit dabei, aber ich finde, er hat so eine Würzigkeit, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es irgendwie so Ingwer, Nuss irgendwo. Nuss kommt typischerweise von den Cherryfässern. Diese geriebenen Muskatnuss. Mhm. Die Muskatnuss. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Warte mal, sind überhaupt Sherryfässer drin? Ja, sie haben Sherryfässer, aber das Interessante ist. Sie haben einen Finish in Ex-Bourbon-Fässer. Okay. Wahrscheinlich war er zu wild und ihm fehlte Karamell und Vanille. Und dann haben sie halt noch in Ex-Bourbon-Fässer nachgereift. Also ich finde ihn klasse. Also er hat also, so einen richtig schönen, richtig schönen Geruch. Ja, wozu man jetzt sagen muss, er muss auch was haben. Mhm, weil preislich ist er lang die ganz schön hin. 15-Jährigen ist da schon ganz schön. Ja, wir langen hin, ne? Ja. Am Ende sind es, aber wir müssen ja auch einkaufen, ne? Ja. Oh, klasse Ding. Bin gespannt, wie er im Mund ist. Mhm. Tschüss. Der geht ab mit Eiche. Oh, hoppla. Mhm. Der fängt brennen an auf der Zunge. Mhm. Massiv und eichiger Abgang. Boah, leichte Schärfe, ein bisschen wie ordentlicher, starker Pfeffer auf der Zunge. Ja, hoppla. Er hat echt Dampf drin, ne? Boah, also wenn du so denkst, so leicht würzig im Geruch, richtig dicke im Geschmack. Mhm. Also ja, richtig schön. Also ich finde, das ist ein richtiger Pfeffer. Der ist auch so, weiß nicht, geht schon Richtung roter Pfeffer, bisschen Chili, wo du sagst, ne, brennt auf der Nase, nicht auf der Nase, auf der Zunge. Mhm. Und mit einer ganzen Menge Eiche dabei. Ich finde, hier tritt das Süße und Fruchtige ein Stückchen in den Hintergrund. Man hat es leicht drin, aber nicht viel. Mhm. Mhm. Ich gehe davon aus, wieder enorm würzig. Ich gehe davon aus, dass die das rausgesucht haben und haben gesagt, Mensch, ist der, hat der die Eiche mit. Jetzt müssen wir nochmal nachreifen, ne? In einem weicheren Fass. Mein lieber Mann. Und dann, offiziell ist der Abgang mittellang mit Eichennoten, ziemlich lang. Kräftig mit Eichennoten. Ja. Ja, würde man sagen hier, the beast of Dufftown. Ne? Exakt, stimmt. Das Biest ist hier der Rabe, der auf der Eiche rumkaut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Flaschen davon abgefüllt wurden. Am Anfang gab es ja bei der Game of Thrones sehr, sehr wenige. Mhm, die waren sehr limitiert, waren sehr schnell weg. Ja, die zweite Auflage hielt dann deutlich besser durch. Mhm. Und die jetzt hier als Nachzüglerflasche. Ich glaube, hier haben sie auch wieder mehr abgefüllt. Also da wollten sie eben am Ende den Kunden noch den Zuschauern wollen sie da noch einen Gefallen tun, dass man hier nicht wieder noch so eine limitierte macht, dass jeder im Grunde, der es geschafft hat, seine Sammlung zu machen, auch noch die Sammlung komplettieren kann mit dem Mordlach. Ja. Ich finde es klasse Ding. Natürlich auch ein Sammlerstück. Ein Stückchen preislich Premium angeordnet, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich würde aber sagen, kaufen kann man es schon. Trinken auch. Sammeln auch. Aber ja, ich würde sagen, es ist schon wirklich The Beast of Dufftown. Mhm. Beschreibt es ganz gut. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.